Schon wieder ist er da, wieder diese Nervensäge und die Konkurrenz kriegt von diesem Fest Migräne. Yo und herzlich willkommen, mein Name ist Robby, ihr seid hier auf RapsTV, einem Deutschrap-News-Kanal, beziehungsweise der beste Deutschrap-News-Kanal, den es jemals geben wird und den es jemals gab. Und ich war sowieso einer der ersten, also fick die ganzen anderen Hurensöhne. Wir beginnen heute einfach mit einer Breaking News. Ahmad Patron Miri war vor 2 Tagen in Dresden unterwegs. Zusammen mit seinen Jungs streifte er durch die Stadt, um wieder mal die KMN-Gang zu suchen. Beziehungsweise heißt es laut Ahmad, dass sie in Dresden unterwegs seien und es gar nicht auf die KMN-Gang abgesehen haben. Ja? Die Jungs haben wohl alle den gleichen Schneider gehabt, da ihr Kleidungsstil an diesem Tag besonders herausstach. Kleiner Spaß am Rande. Ahmad und die Jungs trugen provokante Shirts mit dem Aufdruck KMN ist die Hurengang. Ein Livestream und ein Spazierstadtgang später traf Ahmad auf die KMN-Gang bzw. auf Suna und Nash in einem ihrer Cafés in Dresden. Ja, Leute. Als die Jungs aufeinander trafen, eskalierte die Situation prompt. Nash soll sogar eine Pistole bzw. eine Knarre mit Platzpatronen gezogen haben. Zudem soll er Ahmad wiederholt angeschrien haben. Was habe ich dir getan? Er feuerte 2 Schüsse ab und die ganze Situation endete einfach in einer Schlägerei. Als die Polizei eintraf, wurden neben Nash seiner Pistole noch ein Baseballschläger, ein Messer und eine Machete festgestellt. Wie genau die Schlägerei aussah und wer was als Meinungsverstärker benutzt hat, wissen wir bis dato nicht. Jedenfalls wurde Suna und ein weiteres KMN-Mitglied verhaftet. Im folgenden Video könnt ihr Suna sehen, wie dieser fixiert auf dem Boden sitzt. Ahmad Miri läuft währenddessen mit einer Jacke über den Kopf mit einem Polizisten am Tatort frei herum. Laut meinen Informationen gab es an diesem Tag nur 2 verletzte Personen. Was heißt nur, also das, ich finde, das hätte alles gar nicht so eskalieren müssen, aber ist nicht meine Suppe, die ich da trinke oder esse. Ist mir auch scheißegal. Jedenfalls wurden Ahmad Miri und Nash verletzt. Sobald ich genauere Infos zu diesem Thema bekomme, werde ich euch davon erzählen. Das hier war nur ein Breaking News Video. Mir ist letzte Woche die Kamera runtergefallen, deswegen mache ich hier gerade auch keine Video News. Aber ich werde mal morgen oder übermorgen dafür sorgen, dass ihr wieder meine Fresse seht. Bis dahin müsst ihr euch halt mit audiovisuellen Content von mir zufrieden geben. Gut, wir sind nun am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, kommentiert das Video, abonniert RapsTV und bei dem Abonnieren solltet ihr auch die Glocke aktivieren, damit ihr ja kein Video von mir verpasst. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin sage ich, ciao.